Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei der Folge 9 von Empyreon. Es geht weiter. Es wäre wohl gelacht, wenn wir hier nicht weiterspielen. Oh, was ist das denn? Oh. Cool. Warum nimmst du das nicht? Achso, ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen auf Tee. So, wir haben hier schon angefangen, die Basis zu bauen. Nun hat mir der Gator Mortus, das ist auch ein Let's Player, der zwar schon längere Zeit bei YouTube unterwegs ist, aber jetzt so richtig angefangen hat mit zu Let's Play, der Gator Mortus. Ich habe mir da auch mal ein paar Videos angeguckt. Der spielt schon ganz schön professionell und der hat jetzt auch richtig professionell angefangen, Serien durchzuziehen. Und wenn der so aktiv bleibt, dann bin ich da echt optimistisch. Er macht das wirklich gut. Und der Gator Mortus hat mir geschrieben, Mann, Ufo, warum hast du denn jetzt ein Traumschiff auseinandergenommen, um die Teile zu verwerten? Du hättest doch das Ding ausbauen und aufbauen können und dann hättest du damit noch rumfliegen können. Hat halt nicht gewusst. Ich dachte, das kriegt nicht mehr zum Laufen, weil ja da der eine Fuß unten gefehlt hatte. Und sieht's aus, dass ich mir komplett ein neues Schiff bauen muss. Ich meine, wie kriege ich da unten noch den Fuß ran? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Jo, ich habe mir aber das Video angeguckt. Und zwar hat der Gator Mortus hat mir extra für mich ein 10-minütiges Tutorial-Video gemacht, wie man ein flugfähiges Schiff baut, mit dem man auch ins Weltall kann, was man dabei alles beachten muss. Das habe ich mir auch schon reingezogen, aber in den nächsten 2-3 Folgen weiß ich nicht, ob ich ja schon ein Schiff baue, weil ich erstmal mit der Basis weitermachen werde. Und gucke mir das dann kurz, bevor ich anfange, selber ein Schiff zu bauen, nochmal an. Oder ich fange schon an, ein Schiff zu bauen und wenn ich Probleme habe, gucke ich nochmal rein in dieses Video. Aber ich werde euch natürlich dieses Video unten in meiner Videobeschreibung werde ich euch dieses Video von Gator Mortus verlinken und da habt ihr ein super Tutorial, was alles zu beachten ist, wenn man ein Schiff baut. Super Sache. Klasse. Danke nochmal Gator Mortus für das Video. Aber sagt man, der ist doch neu, oder? Es gab ja zwischendurch ein Update. Man kann wohl mittlerweile jetzt auch nicht weiblich, also man kann verschiedene Charaktere spielen. Wenn man jetzt zum Beispiel Multiplayer macht, dass sie ein bisschen verschieden aussehen. Ich wollte aber eigentlich jetzt erstmal an meiner Basis weiterbauen. So, wie sieht es denn jetzt aus mit meinem... Was habe ich denn alles? Ah, hier habe ich noch 32 Blöcke. Okay, dann werde ich jetzt erstmal weiter an der Basis bauen. Diese Folge zumindest. Jo, wir haben heute Montag, wo die Folge rauskommt. Ich habe gerade einen Vlog rausgebracht jetzt heute. Am Sonntag nehme ich jetzt auf. Am 16. Oh, Entschuldigung, muss mal husten. Tut mir leid. Schneide ich später raus. So. Hier wollte ich ja eigentlich ein Fenster machen, aber ich muss ja gar nicht... Bin ich noch so nah dran an der Wand? Ich muss ja da gar nicht unbedingt zwingend ein Fenster machen, weil... Guck mal, hier sind ja dann schon die Gerätschaften. Da braucht dann kein Fenster mehr zu sein. So. Und was ich schon gesehen habe, fand ich eigentlich ganz gute Idee, dass man so den Landeplatz für sein Schiff dann oben auf dem Dach macht. Bin ich mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das dann auch so mache. Komme ich jetzt hier nicht ran? Nee, komme ich jetzt nicht so gut ran, weil da der Sauerstoffdingensbummens davor steht. Ich weiß nicht, ob ich das von unten machen kann, wenn ich hier rinspringe. Ja, das geht dann. Setzen wir mal hier noch die Bienenblöcke ran. Und hier machen wir noch Fenster rein. Wir haben ja Fenster dabei. Ich habe jetzt erstmal keinen Unterschied gesehen zwischen den Fenstern. So, wie konnten wir die nochmal drehen? Wie war das hier mit denen? Nee. Wie konnten wir die drehen? Ich habe mir extra hier einen Zettel ausgedruckt, wo das alles drauf steht. Rotate Block Cursor Control Case. Ja, weiß ich. Ich hatte die auch schon mal gefunden. Aber hab dann wieder vergessen, wo die sind.
welche das war. Ah, siehst du, das ist, wenn man nicht regelmäßig spielt, sondern immer nur dann spielt, wenn man Let's Play aufnimmt, dann ist man natürlich so ein bisschen verplant. Ich würde hier so ja in die Fenster immer. Und ich wusste letzte Folge noch super, wie man die dreht. Ich habe mir auch keine zusätzliche Notiz ja noch gemacht auf meinem Zettel. Ich dachte, ich weiß es und habe es mir gemerkt. Cursor Controls. Okay, ist Rotate Block. Wollte mir das doch aufschreiben, welche das sind, die Cursor Rotate Keys. Was denn jetzt? Hat er jetzt? Nee, jetzt hat er das so. Ich kann jetzt nicht bis nächste Folge bauen, nur um diese Dinger hier zu drehen. Cursor Control Case, ey. Ich hatte ja hier alle Tasten durch. Ach, die waren nicht. Warte mal hier, ich glaube. Ja, jetzt habe ich's. Das war bei mir auf der Tastatur die 7 und die 9. Aber wird schon okay sein. So, jetzt haben wir hier ein paar Fenster. Schade, ich glaube, ich hatte bei irgendeinem Let's Play Glasfenster gesehen, falls ihr das wisst. Wie man diese Glasfenster da setzt. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Jo, und dann, wenn ich mein Schiff baue, werde ich mir auf jeden Fall nochmal vorher das Tutorial angucken von Gator. Und dann passt es schon. Was ist hier los? Die Pflanzen, Wachstum, alles klar? Ja, hier wollte ich ja noch erweitern. Nee, ach, ich bin ja nicht Idi. Da sollte ja so eine Pflanzendinger ran. So, wo war hier der Projektilpistole? Der hier ist das, wa? Genau. Remove Tool. Wieder abbauen. Da soll nämlich ein Pflanzending sehen. Und da muss die Basis dann nämlich hier noch breiter gebaut werden. So, so. Jo, macht natürlich Spaß, war hier so eine Basis bauen, so ein bisschen Minecraft-Style. Finde ich cool. Ich finde es gut. Ich habe auch im Moment noch ja nicht so richtig, bin jetzt noch nicht so heiß, so schnell wie möglich ins Weltall zu kommen, weil ich hier noch ja nicht fertig bin. Eigentlich will ich erstmal auf dem Planeten so halbwegs alles ausschöpfen. Aber ich schätze mal, in ein paar Folgen sind wir dann schon so weit. Jo, ich würde ganz gerne hier nochmal so eine Dinger bauen, aber da weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ist da hier mein Konstruktor? Was sind die? Haben wir überhaupt noch? Weißt du? Ja, Energie haben wir noch genug. Da müsste ich doch hier auch arbeiten können. Warum zeigt er mir nicht an? Ach doch, da steht es ja. T-Konstruktor. So, und jetzt bräuchte ich ganz gerne diese Pflanzendinger. Die Pflanzenlampen gibt es ja hier, wa? Brauche aber die Pflanzendinger. Wo sind die? Wisst ihr, was ich meine? Die Pflanztöpfe. Hier bei Blocks vielleicht. Dass sie bei Blocks sind. Aber da habe ich die auch noch nicht gefunden. Wesselstarter, Groundwesselstarter, Smallwessel, Kapitalwesselstarter. Krass. Die Pflanzendinger. Die sind einfach nicht dabei, wa? Da habe ich zwei bekommen und ich finde die nicht, die Dinger. Finde die Pflanzendinger nicht. Was ist denn das hier? Ach, das Color-Tool. Okay, cool. Kann ich die Basis noch einfärben? Aber möchte ich im Moment ja nicht machen, sondern ich möchte jetzt so einen Pflanzentop haben. Pflanzentop, her damit, los. Krieg den. Ich weiß da wieder aus, der sah einfach aus wie ein Block, Elevator-Block, was auch immer das ist. Habe ich jetzt ja eingebaut, so als Gerüst bei mir. Als wenn es einfach ein Gerüst ist. Wa? Was ist das hier? Der Kühlschrank, genau. Gibt es noch einen großen Kühlschrank? Solarzellen? Rover Engine. Science Lab Deko. Cool. Echt geil. Und die kommen nicht klar mit dem Pflanzentop, wa? Wo ich den finden kann. Oder muss ich dafür erst noch ein Template finden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wird man jetzt mal aus lauter Langeweile Sauerstoff aufladen? Und ein bisschen was essen? Habe ich was dabei zu essen? Nee, war nicht wirklich. 15 Wasserflaschen halt dabei. Ah nee, ich habe ja hier im Kühlschrank halt ja was, wa? Genau. Wir haben mal zwei Steaks essen. Dann ist es schick.
Okay, gut, dann ich nochmal runterkicken, ob da schon was Neues entstanden ist. Und dann ist natürlich die Überlegung, was man dann jetzt als nächstes macht. Oder? Wenn ich das nicht rauskriege, wie ich die Pflanzenteile machen kann, ich meine, man muss ja seine Pläne auch mal so ein bisschen verwirklichen, die man hat, wa? Wasser ohne Ende. So, Energiezellen sind hier jetzt erstmal noch genug drin. Tja, was mache ich jetzt? 10 Minuten sind schon rum und ich habe die Pflanzendinger noch nicht hergestellt. Bald wird es wahrscheinlich wieder dunkel, aber ist jetzt nicht so dramatisch, weil ich habe ja hier. Ich werde mal noch mehr so eine Blöcke bauen, damit ich an meiner Basis ein bisschen weiter bauen kann. Und zwar hier, die ganz normalen Höhlblöcke. Brauchen wir mal nochmal 20 Stück. Ich hoffe, dass wir so viel Eisen zur Verfügung haben. So, wo kriege ich jetzt das? Warte mal, wir müssen mal kicken. Vielleicht können wir mal kicken, wie die heißen, diese Blöcke überhaupt, ob das geht. Nee. Na. Kriegt nie wirklich raus, wa? Die sehen ja auch eigentlich aus wie normale Blöcke, wa? Ach, jetzt muss ich wieder so, wie kann ich jetzt meinen Jetpack aktivieren? Ach, das war J, wa, glaube ich. So. Ah, wie heißen die denn? Warum kann ich die nicht herstellen? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, warum ich diese Pflanztöpfe nicht herstellen kann. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte hier. Trustblock. Ganz komplizierte Geschichte. Schicker Fußboden für die Küche, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut, aber ich brauche diese Pflanzdinger. Kann ich die nur mit einem Small-Konstruktor bauen, sag mal? Komm, ist mir ja ein Baumann, ein Small-Konstruktor. Können wir mal ausprobieren. Ich glaube zwar nicht, aber es könnte ja sein. Könnte ja sein, dass wir den auch noch brauchen. So, das Tier wächst alles schön. Können wir mal abernten. Hier ist noch nicht fertig, okay. Dann gucken wir mal hier. Ich glaube, hier wird das ja auch schlechte Zeug, was wir da reinpacken, war. Oder? Wie war das? Kann man hier so eine Weltraumpommes herstellen? Das ist auch cool. Können wir da noch mehr herstellen? Ne, einmal nur. Okay. Konnte ich mir eigentlich schon denken. Dann machen wir die nur hier rein. Oder haben wir dann wenigstens ein bisschen so. Jetzt ist jetzt Konstruktor fertig. Außerdem habe ich ja noch ein paar Höhenteile gebaut gehabt. Die möchte ich auch haben. So, und der Konstruktor ist fertig. Gut. Gucken wir mal, dass wir den mal setzen. Ist jetzt vielleicht total... Oh, guck mal, wie groß der ist. Warum ist denn der so groß? Ich denke, das ist ein kleiner. Mist, den kann ich wirklich nur an ein Schiff bauen, wa? Okay, kann ich nur ein Schiff bauen, klar. Warum ist denn hier so ein... Ach so. Warte mal, hier, nehmen wir mal die Kiste. Hier haben wir ja schon so ein paar Teile für später. Da werden wir mal den auch hinpacken. Die holen wir uns dann später raus. So, jetzt ist dunkel geworden, ist aber ein Jahr nicht mal so das Problem, weil wir haben ja Licht hier. Sieht ja geil aus. Finde ich, im Dunkeln sieht es richtig cool aus hier. Gut, wir können den kleinen Konstruktor hier nicht bauen. Mann, ich will noch so ein Pflanzending bauen. Das ist ja nur das Licht dafür. Das ist nur das Licht. Ich brauche aber den Pflanzen-Top. Ich weiß nicht, wie die heißen, die Dinger. Sind die hier beim Material? Nee, oder? Könnte natürlich auch sein. Hier habe ich noch ja nicht gekickt weiter. Da kann ich so Grünpflanzen herstellen. Finde ich auch nicht schlecht. Aber was ist das hier? Ach, ein Bücherregal. Cool. So, 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 meine lieben Pflanzendinger, ich finde die nicht, ich finde die nicht. Kann ja auch nicht, oder erkenne ich die einfach nicht? Interior Block, ne, da wird das nicht sein. Living Room Block ist das auch nicht. Mann, die anderen haben noch auch mehr. Die haben noch auch größere Felder sich angelegt, als ich die habe. Gut, dann lassen wir das erstmal. Dann muss ich erstmal noch nach der Folge noch mal kurz ins Wiki kicken. Dann sehen wir halt erst in der nächsten Folge. Die kommt
Die nächste Folge kommt am Mittwoch, daraufhin kommt eine Folge am Freitag und dann kommt noch eine Folge am Sonntag, also alle zwei Tage kommt eine Folge. Bis dato baue ich jetzt hier erstmal meine Wand weiter. So. Na gut, und dann will ich eigentlich noch mehr Fenster bauen eigentlich, wa? Das war hier so rüber bauen. Das sieht wirklich sehr, sehr gut. So, und dann hier ein paar Fenster drin noch. So, schreibt mir mal in die Kommentare, ob es auch richtige Glasfenster gibt. Die finde ich jetzt nicht so hammergeil, die Fenster, aber die sind okay. Kann ich mit leben. So. So, und wenn ich hier noch weiter ausbauen will, das Feld, dann sollte ich hier vielleicht noch ja keine Fenster drin machen. Guck mal, dass ich dann hier noch ein paar Blöcke setze. Oder fehlt hier einer? Hier fehlt doch einer. Oder oben noch einer. Zack, zack, zack. Ja, jetzt müsste man eigentlich, wer weiß, was man noch alle bauen will. Aber eigentlich finde ich, dass die Basis so ja erstmal reicht. Wir können die ja dann noch anderwertig ausbauen. Wir können ja dann noch irgendwie mit unserem Gerät dann da eine Tür nochmal nachträglich reinfräsen. Zusätzlichen Raum und dran bauen. Ich denke mal, so ist das okay. Zack, zack, zack. Bei der da oben war natürlich Quatsch. Die muss ich nochmal wegnehmen dann. So. Und zack und zack. Den da oben nehmen wir nochmal weg. Komme ich jetzt nicht ran, wa? Oder habe ich das falsche Tool? Na? Ach, das Remove Repair Tool hat keine Ammo mehr. Habe ich noch welche dabei? Ja, so jetzt aber. Ein Stück zurück. Was ist das eigentlich? Ah, bin ich zu weit weg oder was? Ich mal hier ruf. Oh, die Tomaten sind fertig. Klasse. Ja, hatten wir mal gleich die Tomaten und packen hier wieder rein. In den Kühlschrank. Kann man auch nie genug von haben. So. Wir fliegen mal kurz hier hoch. Nein, UFO. Ah, naja, sei Dank. Und ich brauche neue Blöcke. Wahrscheinlich würde sich das fast lohnen. Wie viel Eisenbahn habe ich denn jetzt noch? Oder Eisenerz? Nicht mehr viel. 30. Ah, ich habe noch Eisenbahn ohne Ende. Wollte ich mir ja keinen Kopf machen. Würde ich mal so auf Anhieb sagen. Mache ich jetzt einfach nochmal 40 Stück. Und wisst ihr, was ich auch noch gerne machen würde? Eigentlich würde ich ganz gerne hier diese Color-Tool noch machen. Komm, mach mir mal noch ein Color-Tool. Was brauchst du dafür? Habe ich alles. Achso, das macht er erst, wenn ich die fertig habe. Okay, gut, dann werden wir uns mal auf den Weg machen und noch ein bisschen mal kurz aufladen. So. Müssen wir den nachfüllen schon? Ja, wir haben ja mehr als genug da drin. Das können wir ja machen. Und hier können wir mal unser Sauerstoff zwischenlagern, den wir haben. Wasser drin. Energiezellen drin. So. Mal gucken, wie sieht es hier aus mit der Energie. Haben wir noch genug drin? Ja, ist okay, die reicht ja ewig. So, dann holen wir uns jetzt noch ein paar Promethium-Pellets, würde ich sagen. Gut, ich meine, auf lange Sicht wäre es eigentlich cool, wenn wir wenigstens ein Bodenfahrzeug hätten. Weil ich meine, da immer dahin latschen, dauert ja auch 23 Jahre. Könnte jetzt, wenn ich die... Ich glaube, wenn ich keine Waffe habe, dann kann ich schneller rennen. Wenn ich jetzt mein Schiff komplett abbaue, ich hatte erst überlegt, ob ich es wieder aufbaue, aber ich könnte es ja auch komplett abbauen, dann würde ich halt Material bekommen, Eisenplatten und so, wa? Denke ich mal. Aber wäre eigentlich schade drum, wa? Guck mal, da steht, wenn du von hier guckst, steht es ja in der Luft, oder was? Wenn man von hier guckt, da sieht man noch die Füße da dran, oder was?
Ah nee, Quatsch, habe ich mich geirrt. Das war jetzt nur eine optische Täuschung. Das war nur eine optische Täuschung. Jo, mit dem Color-Tool kann ich dann im Prinzip die Basis einfärben, denke ich mal. Gucken, was es da so für Farben gibt. So, dann wartet jetzt die Folge 9 und wir sehen dann am Mittwoch, wenn ihr Bock habt, sehen wir die Folge 10. Und da überlege ich tatsächlich, ob ich dann wenigstens schon mal im Ansatz mir ein kleines Bodenfahrzeug baue. Ganz, ganz, ganz kleines, weißt du? Mal so experimentieren, dass man nicht so weit laufen muss. Könnte man doch bestimmt ganz simpel bauen. Weiß ich aber noch nicht genau, ob das so simpel ist. Da muss ich mir bestimmt ein Video von Gator Mortis, was ich unten verlinkt habe in der Kanalbeschreibung für euch, wie man Schiffe baut, muss ich mir dann wahrscheinlich nochmal anklicken. Ach ja, und ich muss unbedingt nochmal kicken jetzt, bevor ich die nächste Folge starte, wie ich mir die Dinger hier herstelle. Warum ich die nicht finde. Oder ob mir da irgendein Material, könnte natürlich auch sein, dass mir da irgendein Material fehlt. So, jedenfalls ist ja das Color-Tool ist jetzt fertig. Können wir gleich mal ausprobieren. Und jetzt müssen wir auch noch einen Haufen von diesen Blöcken haben. 44, Alter. Wenn das mal nicht genug sind. Höhenblöcke eigentlich. Komm, lass mal probieren mit dem Color-Tool. Color-Tool. Hat das jetzt in der Hand? Der macht blau. Macht der noch was anderes? Macht der nur blau? Ich glaube, der macht nur blau. Kann man das wieder rückgängig machen mit dem Tool hier? Nee, kann man nicht. Oder mit dem Color-Tool? Wenn man dann die andere Taste drückt? Nee. Hm. Okay. Kriegen wir alles noch raus. Das war's erstmal, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Empyreon. Super geiles Spiel. Macht echt Spaß, man ist beschäftigt. Bis zum nächsten Mal. Aber da kam jetzt auch schon... Na gut, da kann ja alle 3 Tage ein Update, kann man auch nicht von allen Spielen erwarten, wa? Gut, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der Folge 10 wieder am Mittwoch. Tschüss.